So, wir kommen jetzt zum allerletzten Tagesordnungspunkt, nicht nur an diesem Tag, sondern auch in diesem Jahr. Da geht es nochmal um eine Aktuelle Stunde. Die AfD hat sie beantragt und das globale Flüchtlingsforum in Genf und der Grundrechtekatalog für Menschen mit afrikanischer Abstammung sind das Thema, das die AfD formuliert hat. Worum geht's? Vor kurzem hat in Genf das erste globale Flüchtlingsforum getagt. Das ist vor allem dafür verantwortlich, Bilanz zu ziehen über den UN-Migrationspakt. Wir werden dazu Weiteres hören in der Aussprache. Martin Hebner jetzt für die AfD. Meine Damen und Herren, ein Jahr ist es her, dass wir hier über den globalen Pakt für Migration diskutiert haben. Sie erinnern sich, auch wenn es einigen von Ihnen unangenehm sein dürfte. Und im Windschatten dieses globalen Pakts für Migration ist auch der globale Pakt für Flüchtlinge verabschiedet worden. Gerade jetzt eben diese Woche fand das globale Forum für Flüchtlinge in Genf statt. Und es ist ein von Deutschland, genau gesagt vom Auswärtigen Amt, Herr Maaßen veranstaltetes Forum. Und Herr Maaßen, Herr Maas, der nun leider auch hier in dem Falle nicht da ist, hat hier ganz klar in dem Falle weder freiwillig vorab zu seinen Aussagen und in dem Falle seinen getätigten Zustimmungen berichtet, noch dass er jetzt hier einen Bericht abgeben würde. Und wir haben massive Probleme in Deutschland mit Migration. Gerade heute haben wir jetzt wiederum gehört, dass durch einen statistischen Trick 350.000, in dem Falle Ausreisepflichtige, nicht als solche geführt wurden. Illegale. Kann ja mal passieren, dass man eine Großstadt übersieht in deutschen Behörden. Und Herr Maas stellt sich jetzt in Genf hin und bejubelt die Migration komplett alternativlos. Und er bejubelt diese gemeinsam mit NGOs, nicht Regierungsorganisationen, und ohne in dem Falle über die entsprechenden Zielländer entsprechend einzubeziehen, den Bundestag einzubeziehen, wird hier von NGOs und Herkunftsländern über die Zukunft unserer Zielländer wie Deutschland bestimmt. Denn es ging in dem Falle hier in Genf über ganz klare auch Verantwortlichkeiten, die dem Bundestag zukommen. Und deswegen ist die Notwendigkeit einer Debatte im Bundestag gegeben. Denn es ging in Genf mal wieder um die Verwaltung der Migration. Es ging nicht um die Ursachenbekämpfung. Es ging nicht um die Bevölkerungsexplosion, gerade in Afrika. Es ging nicht um die Geburtenkontrolle in Afrika, unter anderem dort. Und nicht um die Bekämpfung afrikanischer Korruption, nicht um Waffenhandel. Nein, es ging definitiv immer wieder nur um die in dem Falle begrüßenswerte Vorgehensweise der Migration. Und jetzt gibt es Verpflichtungen in Projekten, die da heißen, in dem Falle, wie die Lage der zu migrierenden Menschen zu verbessern ist, wie in dem Falle ihr Aufenthalt zu verbessern ist, wie in dem Falle auch hier die weitere Fluchtrouten in dem Falle gestalten sind. Meine Damen und Herren, und wieder gibt es keine Lösung für das Thema. Dafür würden 15.000 neue Stellen finanziert für NGOs, unter anderem natürlich mit Deutschlands, in dem Fall Mithilfe. Meine Damen und Herren, ich war Ende letzten Monats auf einer dieser Fluchtrouten im Balkan. Ich habe in dem Fall in Bihać, Grenze zu Kroatien, die Lage dort mir angeschaut. Und man sieht in dem Falle Tausende junger Männer, deren einziges Ziel ist, nach Deutschland zu gelangen. Tausende junger Muslime, die in dem Falle unbedingt nach Deutschland kommen, die durch 6 bis 7 Staaten sicher reisen, um nur in dem Falle ins deutsche Sozialsystem zu fliehen. Und das ist untragbar, was hier veranstaltet wird. Und das ist untragbar, dass sowas auch in Genf nicht entsprechend zur Sprache kam. Es wurde keinerlei Lösungsansatz in Genf von Herrn Maas vorgestellt. Komplette Fehlanzeige. Stattdessen haben wir, und deswegen der zweite Titel hier dieser Aktuellen Stunde, auch noch groben Unfug vom EU-Parlament vorliegen. Denn mit einer fehlerhaften juristischen Verständnis gibt es hier eine Entscheidung des EU-Parlaments vom März, veröffentlicht im Oktober, das ganz klar sagt, dass hier Menschenrechte, Grundrechte für Menschen afrikanischer Abstammung in Europa eingefordert werden. Eine Entschließung, die ganz klar gegen das uns geltende Menschenrecht laut Grundgesetz, haben alle Menschen gleich welcher Herkunft und Hauptfarbe, gleiche Menschenrechte widerspricht. Und warum um alles in der Welt braucht Europa extra Grundrechte für Afrikaner? Mit Gesetzeskraft für Schwarze. Man kann auch gleich sagen, nach einer Rasse diskriminierende Gesetz. Das ist doch grober Unfug, was hier im Europaparlament passiert. Und vor allem, meine Damen und Herren, es wurde vom Deutschen Bundestag nicht behandelt und keinesfalls bisher zurückgewiesen. Das ist das große Problem. Das ist das in dem Falle Erschreckende, was hier passiert. Und im Artikel 23 dieser EU-Entschließung steht, und ich zitiere hier,
unter Berücksichtigung der bestehenden Vorschriften und Verfahren ist dafür zu sorgen, von den Mitgliedstaaten, somit auch von Deutschland, dass Migranten und Flüchtlinge und Asylbewerber auf sicheren und legalen Wege in die EU einreisen können. Unvorstellbar. Hier wird komplett negiert, welche Probleme momentan schon existieren. Kein Wort zur Integration. Ganz im Gegenteil. Deswegen wird dort noch postuliert, dass Minderheitengemeinschaften, besonders schwarze Gemeinschaften und Menschen afrikanischer Abstammung, in dem Fall deren Beziehung zu Sozialbehörden zu verbessern ist. Das ist wörtlich in diesem Antrag drin. Und meine Damen und Herren, das ist unzuträglich. Und es ist dringend Notwendigkeit, dass dieser Deutsche Bundestag im Interesse Deutschlands seiner Pflicht nachkommt und dieses Vorgehen der EU zurückweist. Vielen Dank. Martin Hebner war das von der AfD, die hat diese Aktuelle Stunde beantragt. Also das Flüchtlingsforum in Genf, das in Kürze vor kurzem getagt hat, das soll ja eigentlich den UN-Migrationspakt überprüfen. Der ist vor einem Jahr von der UN-Generalvollversammlung angenommen worden. 152 Länder haben zugestimmt, auch Deutschland. Und dieser Pakt, der begründet kein Recht auf Migration, sondern soll die Rechte von Migranten schützen. Ursula Kronen-Kranich für die Unionsfraktion. Trotz aller Antworten, die Sie geben, wenn Sie eine Einladung erhalten, um im Juni als Abgeordnete der AfD beim Flüchtlingsforum mitzudiskutieren, ist kein einziger Vertreter Ihrer Fraktion vor Ort. Also es kann Ihnen ja gar nicht wirklich um die Sache gehen. Sie vertun jedes Mal die Chance, das Thema aktiv mitzudiskutieren und zu entscheiden. Aber das sind wir ja von Ihnen gewöhnt. Inhaltlich hat Bundesaußenminister Heiko Maas in seiner Eröffnungsrede des globalen Flüchtlingsforums am Dienstag alles Wichtige gesagt. Und ich kann mich seiner Kernaussage nur anschließen. Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Solidarität im Umgang mit Flüchtlingen. Mehr internationale Zusammenarbeit und mehr Multilateralismus. Statt dass diejenigen Menschen ihrer eigenen Fraktion, die einen Migrationshintergrund haben und die Freiheit und Sicherheit unseres Landes schätzen, dieses auch anderen Menschen gönnen würden, schotten sie sich ab. Und 70 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. So, jetzt ist Frau Kronen-Kranich dran. 70 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, aber nur 20% der 193 Staaten beteiligen sich an Versorgung. Und eine Lösung dieses Dilemmas wäre im Prinzip so simpel wie naheliegend. Wenn mehr Nationen an mehr Punkten mithilfe ansetzten, wären die Lasten insgesamt für alle leichter zu tragen. Vorschläge wie zum Beispiel neue regionale Unterstützungsplattformen und mehr Resettlement-Plätze sind daher absolut unterstützenswert. Ein erklärtes Ziel des globalen Plugs. Was schreien Sie denn so komisch? Es gibt zwei Themen, wo Sie wie wild reinschreien. Ja, ich würde. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. Jetzt sind Sie mal ganz still da in der ersten Reihe und wir werden das im Protokoll uns ansehen. Aber Sie halten sich jetzt auch zurück und jetzt ist Frau Kronen-Kranich da. So, das ging von Claudia Roth in Richtung der AfD-Fraktion. Hier an die erste Reihe der AfD-Fraktion. Ist es die Eigenständigkeit von Flüchtlingen zu fördern? Für mich die sinnvollste Art, dies zu tun, ist, Perspektiven zu bieten, und zwar durch Bildung. Dieses Thema haben wir auch im Unterausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik immer wieder auf der Agenda. Aber bei der so wichtigen Sitzung am 9. Dezember, als Bundesminister Gerd Müller gerade zum Thema Afrika da war, haben Sie ebenfalls mit Abwesenheit geklärt. Wir haben gehandelt und daher nimmt Bildung auch im Haushalt 2020 zu Recht einen wichtigen Raum ein. Unter anderem 13 Millionen Euro für die Flüchtlingsinitiative Albert Einstein, über 10 Millionen Euro für die Philipp-Schwarz-Initiative der Humboldt-Stiftung, 16 Millionen Euro Aufstockung des Programms Education Cannot Wait für Kinder und Jugendliche in Konfliktgebieten. Zum Schluss, es ist doch bemerkenswert, dass gerade heute vor Weihnachten das Thema Flüchtlinge in mehrfacher Weise von Ihnen ins Plenum gebracht wurde. Und ist es nicht ein Fall von unfreiwilliger Ironie?
Maria und Josef waren Flüchtlinge. Jesus war ein Mensch, der als Flüchtlingskind geboren wurde. In Bethlehem im heutigen Westjordanland, Palästina, ist die Flüchtlingsproblematik auch 2000 Jahre danach leider immer so aktuell wie heute. Christentum und Botschaft des Neuen Testaments beginnen und beruhen auf einer Flüchtlingsgeschichte. Und ich empfehle Ihnen heute das Lesen der FAZ, die unter der Überschrift „Das Licht der Erkenntnis“ die Fluchtbewegung von Beamten in der AfD zum Thema macht. Uns allen wünsche ich besinnliche Weihnachten. Vielen Dank, Ursula Grodenkranich. Nächster Redner in der Debatte, Ulrich Lechte für die FDP-Fraktion. Als Vorsitzender des Unterausschusses Vereinte Nationen und Globalisierung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste oben auf den Rängen. Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Da ist es eigentlich schön, dass wir uns beim letzten Tagesordnungspunkt vor Weihnachten mit dem Schutz von Flüchtlingen beschäftigen. Also jenen Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, weil sie dort nicht sicher sind, Menschen, die unserer Hilfe bedürfen. Das könnte eigentlich ein schönes Zeichen für Nächstenliebe zum Weihnachtsfest sein. Nur leider hat die AfD ganz andere Ziele mit der Aufsetzung dieses Tagesordnungspunkts. Sie hat den Titel gewählt, den wir alle hier lesen können, das globale Flüchtlingsforum in Genf und ein Grundrechtekatalog für Menschen mit afrikaner Abstammung. Der Kollege, der hier vorhin gesprochen hat, hat natürlich auch gleich wieder den Global Compact mit reingebracht. Und wie wir uns alle erinnern, haben wir genau vor einem Jahr hier darüber diskutiert. Und Sie haben einen Riesenzirkus veranstaltet, wie ich damals schon gesagt hatte. Einen verdammt großen Zirkus haben die ganzen Menschen kirre gemacht in der Republik. Und am Ende ist in diesem Jahr alles nicht so gekommen, wie Sie das eigentlich vorhergesagt haben. Also, was machen wir heute hier? Eine weitere parlamentarische Märchenstunde auf Antrag der AfD. Wie schön. Was es gibt, ist eine internationale Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung. Diese wurde 2013 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen, um rassistische Diskriminierung zu bekämpfen. Dabei wurde der Fokus auf eine Gruppe gelegt, die besonders von rassistischer Diskriminierung betroffen ist, denn Menschen afrikanischer Abstammung sind in vielen Teilen der Welt häufig die Nachfahren von Sklaven. Und dieses Unrecht der Sklaverei in der Vergangenheit hat allzu oft auch noch Nachwirkungen bis in die Gegenwart. Wer sich in den USA auskennt, weiß, was dort immer noch Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß gibt. Diese Nachwirkungen der Sklaverei gibt es in vielen Teilen der Welt. Da hast du völlig recht, Katrin. Wir kommen alle, die Wiege der Menschheit liegt in Afrika, kommen wir alle dort her. Wir sind also einfach nur eine Weiterentwicklung. Deshalb gibt es einen Beschluss des Europäischen Parlaments zu den Grundrechten von Menschen afrikanischer Abstammung in Europa vom 26. März 2019. Auch in diesem Beschluss gibt es keinen Grundrechtekatalog für Menschen mit afrikanischer Abstammung. Es geht darum, dass Menschen mit afrikanischer Abstammung in Europa genau die gleichen Grundrechte haben wie alle anderen Europäer auch. Aber sie sind besonders stark Rassismus ausgesetzt. Daher ist es völlig berechtigt, besondere Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus zu ergreifen. Das lasse ich mir von Ihnen gerade nicht als umgekehrte Diskriminierung zerreden. Daher freut es mich, dass beim globalen Flüchtlingsforum Finanzierungszusagen in Höhe von insgesamt 5 Milliarden US-Dollar gemacht wurden. Dazu zählen auch Zusagen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar von der Privatwirtschaft. Die Bundesregierung weiß, ich komme mit dem Thema immer wieder, die Frau Müntefering ist jetzt leider gerade nicht da, aber sie kann es ja im Protokoll nachlesen. Wir haben auf dem humanitären Weltgipfel zu Istanbul die Zusage gemacht, dass wir 30% der flexiblen Gelder für humanitäre Hilfe von den Gesamthilfen erhöhen. Das haben wir nach wie vor nicht gemacht. Das ist wichtig, weil in Krisen oftmals nicht genügend Zeit für lange Verhandlungen von Finanzierung auf Geberkonferenzen ist. Stattdessen müssen Gelder flexibel verfügbar sein, um schnell und unbürokratisch zu helfen. Aber
Aber leider haben wir zuletzt nur 15% unserer Mittel an das Flüchtlingshilfswerk UNHCR als flexible Mittel gezahlt. Der Änderungsantrag der FDP zur Flexibilisierung der Mittel für das UNHCR wurde in den Haushaltsberatungen, welche Überraschung, 2018, 19 und 20 jedes Mal abgelehnt. Somit liegt es jetzt wieder in der Hand des Auswärtigen Amtes, hallo Frau Müntefering, im Rahmen der Haushaltsdurchführung das jetzt wieder in die Hand zu nehmen. Deshalb ist es mein Wunsch heute an den Weihnachtsmann, das Christkind oder an Heiko Maas. Einer von den beiden muss ihn erfüllen. Deswegen bitte ich Sie, das ihm zu überbringen. Mein Wunsch ist, dass Deutschland endlich das 30%-Ziel für flexible humanitäre Hilfe einhält. Und damit wünsche ich Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen im gesamten Haus, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt. Ich freue mich auf spannende Debatten nächstes Jahr. Prost. Es war nur Wasser, was Ulrich Lechte hier auf seinem Pult stehen hatte. Hier auch natürlich zum Jahresabschluss. Heiko Maas, der sitzt nicht auf der Regierungsbank. Sie sahen eingeblendet die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, hier Michelle Müntefering, die sich den Wunsch der FDP hier natürlich angehört hat und vielleicht auch mitnimmt ins nächste Jahr. Lars Castellucci für die SPD jetzt. Ein Mann und eine Frau aus dem Nahen Osten sind auf der Flucht mit ihrem neugeborenen Kind. Hinter ihnen wüten die Mörder, die alle Kinder töten sollen, die den falschen Glauben haben. Sie erreichen das Nachbarland, sie finden dort keine Sicherheit. Es treibt sie weiter. Beinahe geraten sie zwischen die Kämpfe, die dort gerade wieder aufflammen. Es geht nicht vor und es geht auch nicht zurück. Da vertrauen sie sich Leuten an, die ihnen die Überfahrt über das Meer versprechen. Als das überfüllte Boot kentert, ist keine Rettung in Sicht. Nicht in dieser Jahreszeit, nicht, weil die europäische Mission unterbrochen wurde, auch nicht, weil die privaten Helfer in ihrer Arbeit behindert werden und auch nicht überall gleichzeitig sein können. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob es die Heilige Familie im Jahr 2019 schaffen würde, sich in Sicherheit zu bringen, das können wir nicht wissen. Aber was wir wissen können, ist, was unsere Aufgabe ist, nämlich dafür zu sorgen, dass Menschen, die verfolgt sind, die in Not sind, die bedrängt sind, sich in Sicherheit bringen können. Und an dieser Aufgabe dürfen wir nicht nachlassen. Kardinal Marx hat das am Wochenende in 5 Prinzipien zusammengefasst. Erlauben Sie, dass ich das kurz nenne. Erstens. An unseren europäischen Außengrenzen kommt niemand zu Tode. Zweitens. Jeder, der an die Grenze kommt, wird menschenwürdig behandelt. Drittens. Jeder Asylsuchende bekommt ein faires Verfahren. Viertens. Niemand wird zurückgeschickt, wo Tod und Verderben drohen. Und fünftens. Alles tun in den Herkunftsländern der Migranten, dass dort Perspektiven für die Menschen sind. Ich finde, wenn man schon das christliche Abendland bemüht, kommt man an diesen Sätzen nicht vorbei. Denn sie drücken klar und einfach aus, was die Werte sind, die uns leiten in dieser Weltregion in Europa. Gestern habe ich mit einem Teilnehmer des globalen Flüchtlingsforums telefoniert. Er stammt aus meinem Wahlkreis, aus Sinsheim. Er ist dort seit Jahrzehnten in der Integrationsarbeit engagiert und als Mitglied eines weltweiten evangelischen Netzwerkes war er einer von 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Er hat mir berichtet, wie er das Forum empfunden hat, was seine Erfahrungen waren. Und ich habe ihn am Ende gefragt, was ist dir das Wichtigste, was du mitnimmst? Und er hat mir gesagt, dass wir eine Verantwortung haben, zu unterstützen, dass wir nicht die Zahlen immer nur nennen dürfen, sondern dass wir wissen müssen, es sind immer Menschen, es sind immer Einzelschicksale, die sich ihr Schicksal nicht ausgesucht haben. Und das Wichtigste, dass wir endlich legale Wege eröffnen, damit sich die Menschen nicht auf todbringende Reisen selbst auf den Weg machen müssen. Und ich bin der Auffassung, dass die breite Mehrheit in diesem Saal diesen Forderungen dieses Teilnehmers auch zustimmen und sie unterstützen kann. Ich will die Gelegenheit aber auch nutzen, weil er in der Integrationsarbeit engagiert ist, zu sagen, dort ist beispielsweise ein Café eröffnet worden für alle Menschen in Sinsheim.
oder es ist ein Wohnhaus errichtet worden für geflüchtete Menschen und für Einheimische. Das sind Orte, an denen man sich begegnet, Orte, an denen die Ängste runtergefahren werden können, Orte, wo Beziehungen wachsen können. Und manche dieser Initiativen, die unterstützen wir auch in Form eines Projektes als eine Anschubfinanzierung. Aber danach sind sie auf sich alleine gestellt, auf Spenden, auf das ehrenamtliche Engagement. Und ich bin der Auffassung, die Menschen zusammenzubringen, Beziehungen zu fördern, ist kein Projekt. Es ist eine Daueraufgabe in diesem Land. Und wir müssen Wege finden, dass wir sie auch dauerhaft unterstützen können. Das ist nun heute absehbar die letzte Debatte und auch der letzte Debattentag dieses Jahres. Und ich frage mich, ich frage uns, was soll eigentlich die Botschaft von dieser letzten Debatte sein? Soll sie sein Schreierei? Soll sie sein Hass? Soll sie sein Trennung? Soll sie sein Angst? Bitte nicht. Ich glaube, 4 Tage vor Weihnachten können wir wissen, was die Botschaft aus dieser Stunde sein muss, nämlich immer wieder neu niemanden zurücklassen, an der Seite der Schwachen, der Bedrängten, der Verfolgten stehen, egal wo sie herkommen, egal wer sie sind, und dass Frieden, Versöhnung, Verständigung möglich sind, wenn wir uns dafür einsetzen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein frohes Fest. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Castellucci. Nächste Rednerin, Gökay Akbulut für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten ja alle gehofft, dass die AfD uns diese Woche nicht ihren völkischen Nationalismus und Rassismus auf die Tagesordnung setzt. Aber dann haben Sie doch eine Aktuelle Stunde beantragt zum globalen Flüchtlingsforum in Genf. Ihnen fällt einfach nichts Neues mehr ein, um im Grunde genommen Ihre Hetze und Ihre Verschwörungstheorien unterzubringen. Ihre Methoden sind uns ja bekannt, denn schon Ende letzten Jahres haben Sie ja in Ihrer Aktuellen Stunde zum globalen Flüchtlingspakt Ihre Kampagne mit Falschinformationen, Lügen und persönlichen Denunziationen verbreitet. Damals haben Sie über Drohszenarien Ihre Verschwörungstheorien propagiert. Herr Friesen von der AfD sprach von einem gigantischen Umverteilungsprogramm, mit dem weitere Flüchtlinge nach Deutschland und Europa umgesiedelt werden sollen. Und was passierte? Genau nichts von dem, was Sie an Hetze und Fake News verbreitet haben. Ich muss Ihnen sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Es kommen nicht mehr Schutzsuchende nach Deutschland, sondern sogar sehr viel weniger. Weniger, als die Bundesregierung in ihrem eigens angelegten sogenannten Korridor für Zuwanderung auch festgelegt hat. Deutschland hat dementsprechend sogar noch Aufnahmekapazitäten. Dabei wäre es gut und wichtig, dass Deutschland Verantwortung übernimmt, so wie wir als Linksfraktion das mit unserem Antrag zur Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Schutzsuchende aus den Hotspots in Griechenland auch fordern. Kapazitäten für eine Aufnahme gäbe es, und wie wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, wird die Situation vor Ort in Griechenland immer schlechter. Laut Berichten von Ärzte ohne Grenzen verletzen junge Menschen sich selber oder versuchen sich sogar umzubringen. Und diese Zustände sowohl in den Hotspots als auch an den Grenzen der Europäischen Union sind schlichtweg eine Schande für die EU. Hotspots, die wie Gefängnisse aufgebaut sind, wo Menschen keine medizinische Versorgung erhalten und teilweise sogar in Schichten schlafen müssen, dürfen kein Standard europäischer Flüchtlingspolitik sein. Wir haben jetzt Winter und es gibt keine festen Unterkünfte vor Ort. Dabei besteht die reelle Gefahr, dass Menschen sterben werden, so wie in den letzten Jahren zuvor. Und gerade diejenigen, die am meisten unter diesen desaströsen Bedingungen leiden, sollten die unbegleiteten minderjährigen Schutzsuchenden sollten hier aufgenommen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, das globale Flüchtlingsforum dient dem Ziel, Flüchtlingsschutz international besser zu gestalten. Das begrüßen wir natürlich auch als Linke. Es ist dabei aber auch ein Schritt in die richtige Richtung, wenn Außenminister Heiko Maas in Genf auf dem globalen Flüchtlingsforum mitteilt, dass Staaten sich solidarisch zeigen sollen und dass es insgesamt mehr Solidarität im Umgang mit Flüchtlingen geben soll. Das Gegenteil ist allerdings derzeit der Fall, egal wo wir hinschauen.
Immer mehr Staaten verweigern eine humanitäre Aufnahme und handeln häufig sogar völkerrechtswidrig, wenn Menschen ihre Grenzen überqueren. Da brauchen wir nicht weit wegzuschauen. Das kann man sogar auch innerhalb der EU beobachten. Blicken wir in die Situation des Balkans. Kroatien hat beispielsweise massive Völkerrechtsbrüche begangen, indem es Schutzsuchende gewaltvoll und unrechtmäßig im Rahmen illegaler Pushbacks zurückgewiesen hat nach Bosnien-Herzegowina. Und die kroatische Präsidentin gibt das sogar öffentlich in einem Interview zu. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das Land, das jetzt die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, begeht an den EU-Außengrenzen offen massive Menschenrechtsverletzungen. Deutschland und alle anderen EU-Staaten schweigen einfach dazu. Wenn es um Flüchtlingspolitik geht, macht sich die EU auch weiterhin erpressbar von Staaten wie die Türkei. Das darf einfach nicht sein. Wir als Linke haben von vornherein den EU-Türkei-Deal kritisiert, denn es ist nichts anderes als ein Instrument, um Abschottungspolitik zu betreiben. Deutschland und die EU dürfen keine weitere Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage mit autoritären Regimen wie die der Türkei treffen, die selbst völkerrechtswidrige Kriege führt und Menschen zur Flucht zwingt. Aber nicht nur in der Türkei, sondern auch in Griechenland im Rahmen dieses Deals sollen sogar über 60.000 Menschen illegal in die Türkei inzwischen zurückgewiesen worden sein. Das, was wir brauchen, sind wirksame Mittel, um diese Rechtsbrüche von Staaten zu verhindern. Deshalb brauchen wir eine Stärkung individueller Rechte von Schutzsuchenden auf europäischer Ebene, aber auch auf internationaler Ebene. Der Global Compact for Refugees und das Engagement im Rahmen des globalen Flüchtlingsforums ist dabei ein wichtiger Baustein. Und wir hoffen natürlich, dass die Situation sich in den nächsten Jahren verbessern wird für die betroffenen Menschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine schöne Weihnachtszeit. Gökay Akbulut war das für die Linke, und während ihrer Rede gab es einen Wechsel hier im Sitzungspräsidium. Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, leitet jetzt noch die gute letzte halbe Stunde dieser Sitzung in diesem Jahr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Migration ist eine Tatsache so alt wie die Geschichte der Menschheit. Flucht und Vertreibung prägten und prägen den Verlauf der Geschichte auf der ganzen Welt, Europas und nicht zuletzt die des Abendlandes. Es gibt viele Flucht- und Migrationserzählungen. Am bekanntesten ist die Weihnachtsgeschichte und die Flucht nach Ägypten der hungernden Israeliten ins pharaonische Reich und dem späteren Auszug des Volkes Gottes aus Ägypten. Deshalb ist nicht die Frage, ob, sondern nur wie wir Migration und Flucht begleiten, gestalten und leben. Und meine Damen und Herren, weil Migration eine Tatsache ist, haben wir den Global Compact on Migration genauso begrüßt wie den Global Compact on Refugees. Denn erstmalig haben sich die Länder auf einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen zur Stärkung der Rechte von Migrantinnen und Migranten und auf ein erneuertes Bekenntnis zum Schutz zu den Rechten von Geflüchteten weltweit verständigt. Das ist ein wichtiger Meilenstein gewesen und ein wirklich großer Erfolg. Wir Grüne stehen zu diesen Zielen und Maßnahmen und wollen, dass die Bundesregierung sich nicht nur zu den Compacts bekennt, sondern auch ihre Politik, Frau Müntefering, danach ausrichtet. Beispielsweise ist der Familiennachzug eine gute Möglichkeit, Menschen auf sicherem und legalem Weg Schutz vor Krieg und Verfolgung zu bieten, Herr Dr. Castellucci. Und nicht einmal die zugesagten 1.000 Plätze, wir haben es diese Woche noch mal im Innenausschuss gehört, nicht einmal die zugesagten 1.000 Plätze monatlich für den Familiennachzug zu subsidiär Geschützten können wegen der selbst geschaffenen bürokratischen Hürden oder vielleicht auch bewusst selbst geschaffenen bürokratischen Hürden ausgeschöpft werden, meine Damen und Herren. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie die Kontingentierung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten wieder abschafft. Meine Damen und Herren, angesichts der zunehmend rassistischen und rechten Stimmung in Deutschland bin ich aber gleichzeitig umso dankbarer, dass ich gemeinsam mit dem Kollegen Karamba Diaby über 40 Organisationen der Schwarzen in Deutschland zur Konferenz zur UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft, Anerkennung, Empowerment, Gerechtigkeit zur PET Week Germany im Deutschen Bundestag gemeinsam begrüßen durfte. Und trotz der wirklich erschütternden
wirklich erschütternden Berichte über Rassismuserfahrungen und den auslaugenden Kampf um Anerkennung und Gerechtigkeit war doch das große Engagement und die ansteckende Energie in Form klarer politischer Forderungen auch an den Deutschen Bundestag wirklich inspirierend und anspornend. Und die gilt es jetzt, meine Damen und Herren, im Deutschen Bundestag umzusetzen. Meine Fraktion wird da engagiert vorangehen. Aber auch vor dem Hintergrund dieser populistischen Stimmungsmache und Angstmacherei, haben wir heute wieder erlebt, ist auch die Bundesregierung in besonderer Verantwortung, meine Damen und Herren, das Versprechen der pluralen Demokratie, die von Einwanderung geprägt und von Einwanderung profitiert hat, einzulösen. Es gilt den Menschen afrikanischer Abstammung, die seit Jahrhunderten zu Deutschland gehören, ihrer Perspektive und ihren Erfahrungen mehr Beachtung zu schenken und die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft ambitionierter umzusetzen. Meine Damen und Herren, und vielleicht auch abschließend zur Weihnachtszeit, einige sind ja noch nicht dazu gekommen, Geschenke zu kaufen, eine Buchempfehlung von Professor Thomas Söding, katholischer Theologe, Das Flüchtlingskind in Gottes Hand, die Aktualität der Weihnachtsbotschaft. Und vielleicht ein kleiner Auszug aus einem Interview mit Herrn Professor Söding, weil ich den so treffend finde, auch für die Debatte, die heute von der rechten Seite hier angestoßen wurde. Ich zitiere: Wer vom christlichen Abendland redet und das als politische Parole verwendet, hat ja oft überhaupt keine Vorstellung davon, was zum christlichen Abendland gehört. Das christliche Abendland lebt religiös und kulturell vom Morgenland. In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten. Nächster Redner ist der Kollege Martin von Marschall, CDU-CSU. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man darf der AfD dankbar sein, dass sie zu dieser letzten Debatte vor dem Weihnachtsfest dieses wichtige Thema, die Situation der Flüchtlinge in der Welt, aufruft. Und ich bin sehr froh, dass das auch die Gelegenheit eröffnet, all denjenigen, die sich dort hilfreich und nützlich in der Vergangenheit und in der Gegenwart engagiert haben, an dieser Stelle einmal sehr ausdrücklich zu danken. Und das sind nicht nur die Organisationen der Vereinten Nationen, das ist nicht nur der UNHCR, das sind auch die UN-Blauhelme. Das sind insbesondere aber auch hier in Deutschland unsere christlichen Hilfswerke, Caritas International, Miserior, Brot für die Welt, um nur einige zu nennen. Es sind aber, was die Unterstützung von Flüchtlingen im Inland angeht, insbesondere auch Menschen vor Ort in unseren Gemeinden, die sich seit Jahren ungeheuer engagiert dafür einsetzen, dass Flüchtlinge, dass Menschen, die hier Schutzrecht beanspruchen können, auch hier eine Integration erfahren, dass sie hier Bildung, dass sie hier Entwicklungschancen erfahren. Und auch all diesen Menschen möchte ich heute sehr herzlich danken. Der UN-Flüchtlingspakt hat ja zum Ziel, die Menschen und die allermeisten, die sich auf der Flucht befinden, sind ja in der Nähe ihrer ursprünglichen Heimatländer, dort zu unterstützen. Und das ist ganz wichtig. Und es ist deswegen auch wichtig, weil, wie zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit Joachim Gauck ja gesagt hat, unsere Möglichkeiten endlich sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch andere dazu ermutigen, ermuntern und auch befähigen, ihren Anteil bei der Unterstützung von Flüchtlingen zu leisten. Und auch dazu will der UN-Flüchtlingspakt beitragen. Auch das finde ich sehr bedeutend, weil es nämlich heißt, dass selbstverständlich nicht einzelne Länder diese gewaltige Aufgabe alleine schultern können. Ich will aus diesem Grunde
Frau Kollegin von der Linken, auch einmal noch auf Ihren Hinweis eingehen. Ist es selbstverständlich wichtig, auch Länder in der Umgebung der Europäischen Union zu ertüchtigen, ihre Unterstützung von Flüchtlingen weiterzuführen. Und ich nenne dort einen schwierigen Nachbarn, die Türkei, die in den vergangenen Jahren mit der Vereinbarung, die die Europäische Union geschlossen hat, über 3,6 Millionen allein syrische Flüchtlinge in ihrem Land Schutz gewährt hat, mit Unterstützung auch von UNICEF. Da geht es auch um die Einschulung, um die Ausbildung von Kindern dieser Flüchtlinge. Hunderttausende können davon profitieren. Und dieses Programm, da bin ich ganz sicher, müssen wir auch in der Zukunft weiter stärken, weil wir gesehen haben, wie stark der Druck, der sich auch wieder im Augenblick in Richtung Ägäis zeigt, da ist. Und deswegen müssen wir den Menschen dort auch eine Perspektive geben, damit sie irgendwann hoffentlich auch in ihre Heimat zurückkehren können. Wir haben darüber gesprochen, dass wir, das ist in vielen Debattenbeiträgen angeklungen, hier auch über Werte sprechen. Und wenn wir über Werte sprechen, dann glaube ich, dürfen wir als Christdemokraten schon sagen, dass unsere Werte aus dem christlichen Menschenbild heraus entwickelt werden. Ich bin relativ sicher, dass auch der ein oder andere Kollege oder Kollegin aus der AfD christliche Werte für sich in Anspruch nimmt. Ich bin nicht ganz sicher, ob diejenigen, die glauben, christliche Werte zu vertreten oder die das gerne würden, aus den Debattenbeiträgen, die wir bisher gehört haben oder die wir auch jetzt nachfolgend noch von der AfD hören werden, eine Überzeugung ableiten werden, dass diese Partei christliche Werte glaubhaft vertritt. Und ich möchte auch einmal anregen, dass all diejenigen, die sich da vertieft damit befassen, vielleicht einmal einen Blick nach Schellroda werfen und mal schauen, was das Institut für Staatsrecht, das sogenannte, eine rechtsradikale Einrichtung, aus deren Vorstand unterdessen Herr Lehnert in ihre politische Stiftung gewechselt ist. Beides nun Einrichtungen, die offensichtlich dem völkischen Flügel ihrer Partei nahestehen. Ob all diejenigen, die glauben, dass ihre Partei christliche Werte vertreten kann, wenn sie sich damit befassen, diese Überzeugung weiter teilen. In diesem Sinne wünsche ich Ihren Wählern in diesem Sinne wünsche ich Ihren Wählern auch besinnliche Feiertage und ein wenig Zeit zum Nachdenken. Matthias von Marschall war das hier für die Unionsfraktion. Und jetzt hören wir aus der AfD-Fraktion Gottfried Curio. Er ist der innenpolitische Sprecher. Die AfD hatte diese Aktuelle Stunde ja beantragt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit dem globalen Flüchtlingspakt sollen wesentliche Fehlentscheidungen des Jahres 2015 für Deutschland in Stein gemeißelt werden. Er will Flüchtlinge international gerecht verteilen durch vermehrte Neuansiedlung. Er will legale Aufnahmewege und er will die Schaffung legaler Arbeitsmöglichkeiten für Menschen, die unterwegs sind. Ziel ist, jeden Binnenflüchtling in Innerafrika zum Problem Europas zu erklären. Resettlement meint Aufnahme von Personen aus einem Staat, in dem sie schon sicheren Schutz genießen. Ein Umsiedlungsprogramm nach Deutschland und Europa. Zunächst denkt UNHCR an knapp 1,5 Millionen Personen. Allerdings, wenn Flüchtlinge nach Deutschland umgesiedelt werden, überweisen sie Geld nach Hause. Was macht man dort am besten mit dem Geld? Richtig, nach Deutschland migrieren. Da das Verteilungsprinzip, wie seit Jahren in Europa erprobt, nicht funktioniert, ist das Fazit statt Verteilung Wiederaufnahme vor allem durch Deutschland. Dem entspricht Heiko Maas Zusage einer fortschreitenden Ausweitung des Aufnahmeprogramms für die nächsten Jahre. Dabei sollte nicht vergessen werden, unter den westlichen Industrieländern führt Deutschland betreffend milliardenteure Flüchtlingsaufnahmen bereits jetzt mit weitem Abstand das Ranking an, meine Damen und Herren.
Die Betroffenen sollten also nicht etwa heimatnah in einem Nachbarland da unterkommen oder gar Binnenflüchtlinge bleiben, sondern sie sollen aus ihrer kulturellen Gemeinschaft herausgelöst und über den Globus verteilt werden. Eine Rückführung nach Beendigung des Konflikts wird damit erheblich erschwert. Nicht Menschenmassen aber sollten über den Globus verschoben werden, sondern bestenfalls Hilfsgelder, meine Damen und Herren. Denn solche Umsiedlung ist eine zutiefst inhumane bevölkerungspolitische Klempnerei. Eine kulturelle und sprachliche Entheimatung der Betroffenen für die Aufnahmegesellschaft, soziale Nachteile, Gefährdung von innerer Sicherheit und innerem Frieden, Identitätsverlust, eine psychologische und materielle Überforderung. Ein Wahnsinn an willkürlichen, unnötigen Belastungen für Deutschland, dieses reiche Deutschland, wo es keine Wohnungen gibt, keine Lehrer, keine Kitaplätze, aber Schulden und EU-Haftungen, marode Brücken, Straßen, Schulen und unsere Alten ernähren sich an der Tafel. Gegenwärtig wollen über 50% der jungen Menschen im arabischen Raum auswandern, 53 Millionen. Und mehrere Millionen warten in syrischen Lagern auf ihre Umsiedlung nach Europa. Bei einer zu erwartenden Verdopplung der afrikanischen Bevölkerung auf 2,4 Milliarden bis 2050 dürfte allerdings als prominenter Fluchtgrund bald Überbevölkerung hinzukommen. Sicher wird auch die gerecht über den Globus zu verteilen sein. Diese Personen sollen umfassende Rechte in den Gastländern haben, Integration auf dem Arbeits- und Bildungssektor, Teilhabe im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, Stipendien, Studentenvisa, Zitat. Gemeinsam können wir Ergebnisse erzielen, die das Leben von Aufnahmegemeinschaften grundlegend ändern werden. In der Tat, das steht wohl schon fest aufgrund der Überforderung von Schulen, Polizei, Justiz, von Wohnungsmarkt und Sozialsystemen und das schon nur aufgrund der bereits hier befindlichen Flüchtlinge. Und Flüchtlinge und Aufnahmegesellschaft sollen sich gegenseitig anpassen. Wohlgemerkt, auch wir sollen uns anpassen. Integration sei ein in beide Richtungen verlaufender Prozess, der von allen Parteien Anstrengungen erfordert. Auch die Bereitschaft der Aufnahmegemeinschaft, den Bedürfnissen einer diversen Bevölkerung zu entsprechen. Ein wahrlich pervertiertes Verständnis von Integration, was tatsächlich Egalisierung und Unkenntlichmachung der eigenen Kultur meint. Dieser Pakt offenbart eine tiefe Nichtachtung der Demokratie, nicht überraschend bei No Nations, No Borders. Autonome Staaten stehen diesem Pakt im Wege, ebenso traditionsstarke Gesellschaften, die sich einer diesem Pakt inhärenten Unterordnung der eigenen Kultur widersetzen. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, wir haben wirklich genug davon, von diesem ewig großtuenden, unstillbaren Spendierhosenkomplex einiger deutscher Gemüter, die auf ihrem eingebildeten moralischen Feldherrnhügel permanent mit anderer Leute Geld rettende Weltenlenkung betreiben wollen, statt sich um die wahren Probleme ihres eigenen Landes zu kümmern. Wir werden uns kümmern um die Probleme unserer deutschen Bürger und Steuerzahler, Autofahrer und Mieter, Schüler und Kita-Eltern, Mütter und Rentner. Das, meine Damen und Herren, ist rechtes Gedankengut. Wir werden uns kümmern, und zwar in der Regierung, und das bald. Deutschland hat es verdient. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben eigentlich das Parlament, damit wir mit Wortbeiträgen und Argumenten unterschiedliche Standpunkte ausbringen. Wir führen keine Demonstrationen. Und wir fotografieren auch nicht uns gegenseitig. Und wenn wir das jetzt für die letzten 4 Wortbeiträge vor Weihnachten auch noch zustande bringen, dann sind die Wünsche, die jeder am Schluss seiner Rede für gesegnete Weihnachten, also auch ganz ehrlich. In diesem Sinne erteile ich jetzt dem Kollegen Dr. Karamba Diaby, des SPD, das Wort. Ihre Regie hatte das eingefangen. Einige CDU, CSU-Abgeordnete hatten sich umgedreht in ihren Sitzen. Auch bei der FDP gab es welche, die sich umgedreht hatten. Und die AfD hatte versucht, das dann mit Handys zu fotografieren. Und Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, hat jetzt alle ermahnt und hier, würde ich mal sagen, deeskalierend noch mal an Weihnachten erinnert. Karamba Diaby von der SPD. In meiner Heimatstadt Halle studiert, promoviert und als Dozent gelehrt hat. In seiner Doktorarbeit untersuchte er die Rechte von schwarzen Menschen in Europa und
Ich spreche hier über das 18. Jahrhundert. Abgeordnete der AfD, alleine der Titel dieser Aktuellen Stunde verrät, Sie sind immer noch nicht in der Realität unseres Landes angekommen. In Deutschland leben mehr als 1 Million Menschen afrikanischer Abstammung und das nicht erst seit gestern. Menschen afrikanischer Abstammung gehören schon seit über 400 Jahren zu Deutschland und sind somit auch Teil der langen deutschen Einwanderungsgeschichte. Als Bildungspolitiker sollen Sie zuhören, damit Sie verstehen, was ich sage. Ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Als Bildungspolitiker kann ich Ihnen nur empfehlen, machen Sie Ihre Hausaufgaben und belesen Sie sich. Ungerechtigkeiten gegen Menschen afrikanischer Abstammung, also Versklavung und der Völkermord während der deutschen Kolonialismus, sind nicht nur die Ursachen für viele aktuelle Konflikte in Afrika, sondern auch für den Fortbestand rassistischer Ausgrenzung von Menschen afrikanischer Herkunft. Historische Ereignisse bilden immer auch Bezugspunkte, um heutige Auseinandersetzungen zu Ideologien der Ungleichwertigkeit zu verstehen und dagegen vorzugehen. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir insbesondere die Aufarbeitung des Kolonialismus verstärken wollen. Dass die Vergangenheit Auswirkungen auf das Hier und Jetzt hat, belegen auch die Zahlen der Grundrechteagentur der Europäischen Union und unserer Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Menschen afrikanischer Abstammung sind besonders häufige Opfer rassistischer Gewalt. Bei vielen fehlt es an Rechtshilfe und finanzieller Unterstützung. Auch auf staatlicher Ebene berichten Verbände häufig von Missbrauch von Befugnissen in den Bereichen Strafverfolgung, Verbrechensverhütung und Einwanderungskontrolle. Unter anderem aus diesen Gründen wurde 2013 die internationale Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft von der UN-Generalversammlung unter dem Motto Menschen afrikanischer Herkunft – Anerkennung, Gerechtigkeit und Entwicklung verabschiedet. Ich begrüße ausdrücklich, dass zur Umsetzung des Beschlusses in Deutschland einiges geschehen ist. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat in Kooperation mit der Zivilgesellschaft zum Auftakt der Dekade feierlich ins Familienministerium eingeladen. Einige Organisationen wie auch EOTO oder der Zentralrat der Afrikanischen Gemeinde in Deutschland werden vom Bund gefördert. Und erst im letzten Monat, das wurde von meiner Kollegin Felix Pollert auch angedeutet, letzten Monat habe ich im Rahmen der UN-Dekade zum Auftakt der People of African Descent Week in den Bundestag eingeladen. Bei dieser Woche drehte sich alles um Menschen afrikanischer Abstammung. Zum ersten Mal haben über 150 schwarze Menschen ihren Forderungen hier im Bundestag gehört geschafft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist unerträglich, dass die einzige Antwort der AfD auf globale Herausforderungen immer Ausgrenzung ist. Und diese rassistische Ausgrenzung werden wir niemals zulassen. Wir brauchen in Deutschland eine Gesamtstrategie der Umsetzung der UN-Dekade Menschen afrikanischer Abstammung. Diese Dekade muss besser in diesem Haus und auch auf der Regierungsebene platziert werden. Wir müssen schwarze Menschen in Deutschland als Gruppe anerkennen, die der spezifischen Form des antischwarzen Rassismus ausgesetzt ist. Alle demokratischen Parteien sind aufgefordert, Initiativen zur Förderung der politischen Beteiligung von Menschen afrikanischer Abstammung zu unterstützen und zu entwickeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Europäische Parlament hat im März 2019 die Resolution zu den Grundrechten von Menschen afrikanischer Abstammung in Europa verabschiedet. 300 Jahre nach Anton Wilhelms Amo sollten wir das auch im Bundestag tun. Ihnen wünsche ich schöne Weihnachten und schöne Feiertage.
sagt Karamba Diaby für die SPD-Fraktion. Und ich schließe mich seinen Wünschen an, denn das war's für heute und für dieses Jahr hier aus dem Deutschen Bundestag mit unserer Berichterstattung. Ich verabschiede mich von Ihnen hier aus der Sprecherkabine, sage aber, bleiben Sie bei Phoenix. Es geht jetzt weiter mit Florian Bauer in Bonn.